Hallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch anhand dieser Hyazinthe, und zwar ist das eine rosa Hyazinthe, ich zeige sie euch mal eben, ganz, ganz fix und schnell eine wunderschöne Tischdeko herstellen könnt. Oder für den Eingangsbereich, ganz wie man mag. Ich benutze dafür eine herkömmliche Konservendose, meine Hyazinthen. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Ast aus dem Wald mitgebracht und ein bisschen von dieser Rinde. Also die habe ich im Herbst mal ganz nett gesammelt. Und dann habe ich noch von einer Fließdecke einen dünnen Streifen abgeschnitten. Und wenn man den so zieht, dann hat man so eine Fließkordel. Ich lege einfach mal los. Und zwar möchte ich meine Konservendose gleich im Anschluss hiermit nett verzieren. Aber zuerst werde ich die Pflanze hineinsetzen, weil ich bin der Meinung, dass sich das nachher vielleicht ein bisschen schwierig bepflanzen lässt, wenn dieses Holz, also die Rinde ein wenig höher ragt. So, dazu entferne ich einfach erstmal das Schiff. Und nun werde ich die Pflanze hier aus dem Topf rausnehmen müssen, weil so sieht ja irgendwie schon ein bisschen doof aus, passt nicht. Bei wem es passt, also wer jetzt sagt, okay, es passt, meine Hyazinthen oder man kann ja auch Tulpen nehmen oder Narzissen oder was auch immer, wo es so in diese Konservendose passt. Wunderbar, also dann setzt sie gerne so rein. Hier passt das jetzt nicht. Insofern muss ich das jetzt einmal umtopfen. Und wie ihr seht, also wunderschöne weiße Wurzeln. Wenn die Wurzeln nicht so weiß sind, sondern sehr gräulich erscheinen, dann habt ihr eine nicht so tolle Qualität erwischt. Und das besagt, dass sehr viel zu viel Feuchtigkeit am Werk war. Und von daher, ja. So, ich werde jetzt einfach die Erde, die hier an der Seite ist, hier unten reinsetzen und meine Hyazinthen, zack, einfach nur drauf tun. Und das war's auch schon. Und beim Gießen tut das auch keinen Abbruch. Einfach ein bisschen in die Mitte geben und fertig. Ich werde mal ganz kurz meine Hände sauber machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Saubere Hände, sauberer Platz, so arbeitet sich das doch gleich viel, viel besser. Und jetzt benötigt ihr so einen Draht, so einen Bindedraht. Ihr könnt natürlich auch so Pflanzdraht nehmen, auch, es muss auch nicht zwingend Silber sein. Und jetzt geht ihr her, schneidet unten. Jetzt schaut ihr mal, was ist unten, was ist oben, ist ja eigentlich auch ganz wurscht. Einfach mal eine saubere Kante in eurer Rinde. Und wenn man das dann so ansetzt und schaut, oh, die Höhe ist okay oder es ist nicht okay, mir ist es noch ein wenig zu hoch. So, setzt das dann dort an und ja, fährt eigentlich mit der nächsten Rinde genauso fort, dass man kann sich das auch als Schablone nutzen, dass man im Endeffekt fast gleich hoch das zweite Stück fast gleich hoch hat. So, und jetzt schaue ich mal, was ich hier noch so habe. Also die sehen von außen so aus. Ich mag das total, wenn da so ein bisschen so Moosansätze dran sind. Jetzt haben wir schon drei. Ich glaube, das reicht dann auch schon fast. So, und jetzt kann ich das mal anlegen und schauen, ob das reicht. Ja, perfekt, da geht es doch kaum. Und jetzt nehme ich meinen Bindedraht. Aber vorerst möchte ich an einigen Stellen das doch noch mal ein bisschen brechen, dass das nicht so ganz große Stücke sind, sondern dass das so ein bisschen überlappt. Was man auch machen kann, man kann hier noch mal so Spitzen reinschneiden. Das muss ja auch nicht alles so wunderbar hoch sein und so wunderbar gleich sein. Oder wie hier, wo es ausgebrochen ist, das sieht auch wunderschön aus. Also bloß keine, also was ich jetzt nicht möchte, ist eine zu gerade Kante. Und ich breche da einfach mal ein bisschen was aus. Wirkt ein bisschen charmanter. Und ich stelle gerade fest, es ist mir wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu hoch. Also wenn ich das jetzt mal so anlege, sieht man von der Erde nicht wirklich viel. Ich werde es noch ein ganz wenig einkürzen. Ja, so gefällt es mir eigentlich viel besser. Einfach nur
aus dem Grund, weil ich nachher auf der Erde ein bisschen was aufbringen möchte. Und so gefällt mir das jetzt richtig, richtig, richtig gut. Na, ich ordne das nur ein ganz wenig an und hege eigentlich die Hoffnung, dass es hält. So, ich binde mein Bindedraht jetzt zweimal um meinen Finger, einfach nur aus dem Grund, dass mir das dann dort nicht wegrutscht, und kann jetzt um die Rinde fahren. Kann ich das von meinem Finger auch schon lösen. Und jetzt fahre ich hier ein paar Mal drumherum. Nehme mal die Tüte darunter weg. Stört ein bisschen. Ja, ich hatte im Herbst ganz viel von dieser Rinde gesammelt und mir das einfach draußen ein bisschen parat gelegt. Und ich dachte, ah, irgendwann wirst du es benötigen, irgendwann wirst du es gebrauchen können. Und man sieht, also hier und da habe ich es ja auch schon genutzt. Ich habe ein bisschen in meiner Balkondeko mit eingegeben, klein gebrochen. Und auch in meinen Kübeln habe ich das ja als Kleinbruch oder auch groß ein bisschen mit eingegeben. Also von daher, ein bisschen genutzt haben wir es hier schon. Und ich finde das jetzt so natürlich, so toll. Ups, das war jetzt ein Eigentor. Das war jetzt ein wenig zu doll des Guten. Macht nichts, macht überhaupt nichts. Da gehe ich einfach nochmal umher. Verzwirbel nochmal ein bisschen Draht. Das war jetzt Wahnsinn. Habe ich gerade eben selbst verjagt. Aber wie gesagt, macht gar nichts. Ich gehe einfach jetzt nochmal ein paar Mal umher mit einem neuen Stück Rinde. Ja, da seht ihr. Das ist... Manchmal kommt es ein wenig anders, als man es möchte. Und ja, ist dann einfach so. Also ich mache deswegen das DIY nicht neu oder so, um Gottes Willen. Das ist... Ja, das ist das Leben. So, jetzt versuche ich es noch einmal. Ich verzwirbel das. Und das war es auch schon. Dann kann ich das auch entfernen. Hier ist das Stück hingeflogen. So, jetzt habe ich hier noch ein Stück Draht. Das möchte ich auch noch entfernen, bevor man sich daran verletzt. So, und jetzt habe ich hier meine Stoffkordel. Und wenn man das ein bisschen gerade längs zieht, dann ist das auch wirklich wie eine Kordel. Die möchte ich jetzt einfach nur so, zwei, dreimal rumwickeln. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mit der einen Seite hier vorne und wickel nur mit der anderen herum. Schön stramm. Werde das Ganze jetzt hier verknoten. Ich mache es schon mal ein bisschen kürzer, das verknotet sich dann ein bisschen einfacher, als wenn man da die langen Enden noch hängen hat. So, das war es auch schon. Ich nutzte jetzt weiß, weil ich den Kontrast recht hübsch finde zu diesem Moosig-Grün, welches sich hier auf dieser Rinde befindet. Und ich hätte jetzt auch grau nehmen können, oder ihr könnt auch grün nehmen, also so richtig schön leicht frühlingsgrün, aber ich fand das mit dem Weiß jetzt ganz passend, weil ich mir hier auch so kleine weiße Sternchen bereitgelegt habe. Und ich finde, es ist ja immer noch Winter. So, davon klebe ich jetzt einfach zwei Stück hier mal so an. Gar nicht unbedingt mehr. Wenn es nicht hält, muss ich nachher nochmal mit Heißkleber arbeiten. An für sich arbeite ich nicht gern mit Heißkleber. Ja, vielleicht noch gleich einen dritten. Ein bisschen versetzter. Und dann
hier noch mal ein. Das war's. Oh, will nicht halten, stecken wir es halt ein bisschen unter. So, wunderbar. Und jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen Schnee mit ins Spiel bringen. Und zwar nutze ich da jetzt ein bisschen Kleber und stelle gerade wieder fest, ich habe nicht meine Unterlage geschont. Also legt euch was drunter, weil es ist ärgerlich, wenn es auf die Arbeitsplatte geht. Aber ich glaube, ich hatte jetzt gerade noch Glück, dass nicht wirklich was daneben sprühte. Das Pech hatte ich schon mal. Und man bekommt es nur mit Nagellackentferner ein bisschen mühselig wieder ab. So, aber man muss es ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Insofern, so schaut das Ganze jetzt aus. Mein Stern möchte nicht, macht nichts. Dann kleben wir ihn eben ein bisschen höher und fixieren ihn auch hier mit einer Seite, so unter dem Band. Und das mache ich jetzt im Vorwege auch gleich hier schon, dass mir das gar nicht erst abbüchst. So, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Ast. Den wollte ich eigentlich noch mit einbringen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob das nicht ein bisschen zu viel wird. Ich schaue einfach mal. Ich setze ihn mir hier noch mit rein. Nö, das ist eigentlich so ganz nett. Das war es auch schon. So schaut es aus. Das ging doch wirklich, wirklich, wirklich schnell. Also ich finde es richtig schnuckelig. Ich finde es niedlich. Ich werde das jetzt in meinem Flur meine Anrichte stellen. Und ja, die Hyazinthen kommen ja auch noch ordentlich hoch. Also das sind jetzt in diesem Fall ja rosane Hyazinthen. Wird einen schönen Kontrast geben. Und ja, wenn euch das gefallen hat, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude damit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Dekojana.